So. Ich kann ihn gerade starren hören. Ich bin soweit, ich habe mich gerade umgeparkt, damit ich nicht noch irgendwie hier das herbeischaffen muss. Jetzt sitze ich hier davor, vor dem Zweitbildschirm. Ich würde sagen, wir machen die so ein bisschen zusammen, ne? Ja. Gut. Drei, achso, wisst schon, Backup. Genau. Ja. 3, 2, 1, Start. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Heute mit der allerersten Versumpft-Folge. Yay! Und unsere allerersten Staffelfinale. Quatsch, Staffel. Was, wie nennen wir das Ding? Die große Staffel-Gala. Die allerersten Staffel. Ja. Und was für eine Staffel das war. Die erste. Und was für Gäste wir haben. Denn wir haben diesmal wieder dabei die Alex. Ich hab's geschafft! Muss ich jetzt aus der Torte springen, weil das ein Finale, so ein Gala-Finale ist? Ich bin der Sven, hallo. Der Gregor, hi. Der Rafa. Hallo. Jetzt im Chor. Na, fertig. Dann ist der Michael auch noch da. Und der Zappo, der sich diesmal nicht vorgedrängelt hat. Ja, und ich bin der Flo und natürlich die wundervolle Dela, hi. Ja, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die erste Staffel innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich versendet. Ist doch geil. Naja, wir haben es innerhalb kürzester Zeit aufgenommen. Ihr hört das natürlich Woche für Woche. Ich dachte, da reden wir nicht drüber. Ach, Menno, weit zu Hause. Das hier ist ja heute was Besonderes. Da können wir mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Mesh hinter Messer. Ja, Mesh hinter Messer, ja. Das Messer hinter Messer, genau. Müssten wir nicht noch das Staffelfinale besprechen? War das noch offen? Oder? Das Staffelfinale, was war das Staffelfinale? Nee, war doch irgendwas. Aber ich erinnere mich an Teile, ja. Ja. Es ging tatsächlich also erstaunlich schnell, was wir bis jetzt gemacht haben. Also unsere erste Aufnahme für den Film war am 2.4. Und heute, sollen wir es verraten? Ja, wir haben heute den 25.6. Und die Folge werdet ihr hören irgendwann im September. Genau, ihr werdet das ja dann wissen, weil ihr hört sie dann ja irgendwann im September. Oder also nach dem September. Schön durchgepowert. Oder niemals, wenn die Erde untergeht. Also. Wir haben allerdings auch in diesen, ja, in diesen Folgen natürlich sehr viele Gäste gehabt. Und nicht nur die Menschen, die jetzt gerade in der Aufnahme sind und sich schon vorgestellt haben, sondern wir hatten zum Beispiel auch schon den Armin Rantorum dabei. Wir hatten öfters den Max Snyder dabei. Ja, und ansonsten sind tatsächlich alle da heute. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist immer ganz wunderschön, mit euch zu podcasten. Oh. Das ist eine Lüge, aber er hat sie zwischen den Aufnahmen was ganz anderes gesagt. Ja. Mhm. Dela, mit dir ist es auch toll, Flo, du mich auch. Ja, Frank. Also bisher besteht unser Team also aus 11 Leuten und ja, wenn ihr Lust habt, macht gerne mit. Genau, wir haben eine wunderschöne Website, wo ihr sowohl unsere Teamspeak-Daten findet, als auch die Sendenummern von den Folgen und so weiter. Das heißt, ihr könnt uns einfach anschreiben, entweder über Mastodon oder über Twitter. Oder ihr könnt uns, glaube ich, sogar eine E-Mail schreiben, wenn ich das nicht schon wieder vergessen habe. Und könnt euch einfach melden, wenn ihr mitmachen wollt. Wie gesagt, wir machen es im Normalfall immer so, dass wir 3 Folgen am Stück aufnehmen. Und die dann eben im Wochenrhythmus dann raushauen. Das heißt, wenn wir jetzt im September sind, bei welcher Staffel werden wir dann gerade am Aufnehmen sein? Ja, wir werden ja dazwischen schon eine kleine Pause machen, denke ich. Ja, das du kannst wir mal Fragen gucken. Fragen, du. Das ist ein Zeitparadoxon. Aber da wir ja 11 Staffeln haben, könnt ihr euch jetzt schon für Staffel 10 anmelden, wenn ihr das nicht wollt. Das ist wohl wahr. Irgendwann im Sommer nächsten Jahres nehmen wir die auf und die werden ausgestrahlt 2025. Ja, liebe Gäste, wie gefällt euch denn unser Format bis jetzt? Also nicht nur die Serie selber, darüber reden wir, glaube ich, dann gleich nochmal. Aber auch so das reine Konzept. Seid ihr glücklich, seid ihr unglücklich? Ich hab Spaß. Ja, also
wenn es doof wäre, wäre ich jetzt nicht dabei. Ne? Nein, es macht richtig Spaß. Schön, so über eine Lieblingsserie zu reden. Und dann macht echt Spaß. Ja, jetzt kann ich es euch ja sagen, ich bin insgesamt sehr, sehr unglücklich mit der Gesamtsituation. Nein, was cool ist, ist die alte Serie nicht nur mal wieder zu gucken, sondern sie halt so ganz anders zu gucken. Denn so ein paar Notizen mache ich mir ja doch immer. Und ich gucke sie damit sehr viel aufmerksamer, halt doch hin und wieder mal an, spule einen Moment zurück, habe ich das jetzt richtig verstanden und google noch mal so ein bisschen, suchmaschiniere noch mal so ein bisschen hinterher. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe allerdings aber auch gemerkt, ich muss die in der Regel alleine gucken. Also irgendwie mit jemand anders zusammen ist schwierig. Okay. Weil ich dabei halt sehr, sehr wenig kommunikativ bin. Weil mehr als gucken und Notizen machen geht dann halt nicht. Ja, aber Pause drücken und nochmal irgendwie 30 Sekunden zurückspulen, wenn man irgendwie drei Sätze ausgetauscht hat, ginge auch. Ja, aber mögen die meisten Leute, ganz ehrlich, wenn ich mit jemandem auf dem Sofa säße und der würde dann zwischendrin immer auf Pause drücken und 30 Sekunden zurückspülen und das mehrfach, dann würde ich mich wahnsinnig machen. Vor allem bei einer 25-minütigen Folge. Ja. Und so geht's den Leuten, mit denen ich üblicherweise sowas gucke, auch. Also. Okay. Und stell dir das mal beim Staffelfinale vor. Also ich finde das schon sehr schön. Welches Staffelfinale? Ja, da muss man noch irgendwas aufnehmen. Was schnacken kann, ne? Das Staffelfinale war doch was mit Radar, oder? Es ist nicht mehr. Was Ole sagt. Wie macht ihr es denn mit der Vorbereitung? Also ich habe am Anfang den Fehler gemacht und habe tatsächlich ziemlich weit vorausgeschaut und habe dann während der Folgen, während wir sie aufgenommen haben, gemerkt, ich komme echt ins Schwimmen und bringe die Folgen durcheinander. Jetzt mache ich es wirklich so, dass ich sie maximal 3 Tage vorher angucke und das funktioniert, glaube ich, etwas besser. Ja. Wie haltet ihr das? Mache ich auch so. Also ich gucke so kurz wie möglich vor der Aufnahme und dann halt genau die 3 Folgen möglichst. Im Idealfall an dem Tag, aber wenn es nicht klappt, halt am Tag davor. Also so nah wie möglich und nur die 3 dann halt. Ne? Das geht ja bei so einer 25-Serie. Genau. So mache ich das auch und ich habe auch gemerkt, ich bringe die 3 Folgen schon durcheinander. Also vorausgucken wäre hier nicht möglich. Ja, ich ziehe mir das halt so über die Woche. Geht halt meistens nicht anders. Ob ich mal dann so 1,5 Stunden weiß, konzentriert gucken zu können, ist nicht immer sicher, also. Ja, wie ist denn das? Ich dachte, sonst gucke ich die Serie auch immer wieder, so über das Jahr verteilt, aber momentan nicht, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt privat irgendwo schon Staffel 4 bin und hier noch bespreche, so wie Gregor auch schon sagte, dann kommt schon so manchmal mit den Folgen durcheinander. Ja. Das klappt sonst gar nicht. Ich gucke meistens einen Abend vorher oder am Morgen direkt. Ja, liegt ja vor allem daran, dass es, ich wahrscheinlich auch schon 2-3 Mal in anderen Folgen angemerkt habe, halt noch so eine klassische Episodenserie ist. Am Ende ist alles wie vorher, zwischendrin passiert mal kurz was und man hat dann am Ende die Auflösung, warum sich doch nichts ändert. Und das heißt, da kann man dann auch schon mal wirklich schnell ins Schwimmen kommen, wenn man jetzt halt so, keine Ahnung, 4, 5, 6 Folgen am Stück guckt. Mhm. Also ich mache es gewöhnlicherweise so, dass ich mir entweder montags vorher die 3 Folgen einmal ansehe, dann dienstags direkt vor der Aufnahme nochmal, dann aber auf jeden Fall, falls ich nämlich montags nicht dazu komme. Und während der Aufnahme läuft halt bei mir immer die aktuelle Folge im kleinen Fenster nebenbei. Ah, okay. Okay. Also ich mache mir relativ selten Notizen, ist mir aufgefallen. Ja, das mache ich auch selten. Ich habe inzwischen, also ich habe angefangen, das irgendwie auf Englisch zu gucken, habe festgestellt, das funktioniert gar nicht, weil, also vielleicht wird es inzwischen besser funktionieren, aber gerade die Anfangsfolgen waren irgendwie, da hat jeder ständig übereinander geredet und das dann hat mein Gehirn... Wie in diesem Podcast. Genau. Aber hier reden wir kein Englisch. Ja, und hier kriege ich das auch irgendwie besser sortiert, weil jetzt brauche ich mich nicht wenigstens noch ausrechnen und sowas. Naja, und inzwischen höre ich mir die Folgen an, weil ich mir den Audio-Stream, also das als Audio-Datei runterlade und dann schaue ich da, wo ich mir der Meinung bin, okay, das könnte interessant gewesen sein, nochmal in die Folgen rein. Ach, du machst das nur über Audio? Ja, das mache ich aber mit meinen ganzen Krempel. Also ich höre Filme eher, als dass ich sie sehe. Ach, ernsthaft? Ja. Boah, das habe ich noch nicht gehört. Habe ich auch noch nicht gehört. Ich kann mich nicht so lange vor den Bildschirm setzen. Das ist mir zu, ich weiß nicht. Okay. Wie hieß nochmal der Film The Artist, der zum Großteil ein Stummfilm war? Ja, das dürfte interessant werden. Da habe ich mir 6-mal angeguckt. Ja, da brauche ich dann die Bildbeschreibung für Blinde. Okay. Ich habe das früher öfter gemacht, wenn ich so einen schönen Katertag hatte, dann habe ich so irgendwelche alten Kriegsfilme oder so mit der hier Beschreibungsspur anlaufen lassen, weil dann kann man zwischendrin mal die Augen ein bisschen ausruhen.
Das mache ich immer gerne. Ich habe auch tatsächlich Filme, mir auch einfach die Audiospur geholt. Wenn ich mal zwischendurch Lust habe und kann nicht gucken, höre ich mir die an. Ja. Ach, ja, das hat ein Kollege von mir, der mich mal bei einer Spedition vor ein paar Jahren angelernt hat, hatte das mit, wie hieß denn das hier, mit Two and a Half Men, hatte der komplett auf Audio. Aber ich bin auch noch aus der Generation, als Pippi Langstrumpf einfach das Hörspiel so gebaut wurde, dass es die Tonspur vom Film war. Oh ja. Oh ja, stimmt. Ja, ja, früher die Kassetten von den Folgen Alf und sowas. Ja, ja, ja. Alf habe ich auch gerade gehört. Ja. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Haben wir irgendjemanden, der die komplette Serie noch nicht komplett gesehen hat? Nee, ne? Ihr habt alle schon mal die Serie komplett gesehen, oder zumindest größtenteils. Nein, war nie also, komplett. Nee, okay. Also dass ich alle Staffeln gesehen habe, bin ich auch nicht sicher. Also ich fehlen schon, bestimmt ein paar Folgen hier und da. Also in jungen Jahren, wenn alles Fernsehen kam, ich bin bei einigen Sachen einigermaßen sicher, aber ich habe nicht alle Folgen hintereinander gesehen, wie ich das jetzt mache. Aber es ist definitiv niemand dabei, der jetzt wegen diesem Podcast von uns komplett neu angefangen hat mit der Serie. Nee. Nur das Staffelfinale der ersten Staffel, das habe ich nie gesehen, also ich erinnere mich jedenfalls nicht dran. Keiner gesehen. Gab ein Staffelfinale? Hatte die erste Folge ein Staffelfinale? Die erste Staffel. Das Ding da hier mit dem Dings, ihr wisst schon. Achso, es gab da mal so ein Trommelsolo von Raider, ja. Das war das eine ganze Folge? Eder. Der hat eine Stunde durchgetrommelt. 25 Minuten durchgetrommelt. Jetzt haben wir ja schon die ganze Zeit über die Folgen geredet, die jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben sind. Welche Folge oder welche Top 3, würde ich sagen, sind euch denn so am meisten hängen geblieben aus dieser ersten Staffel? Ich will noch mal einmal ganz kurz zu dem zurückspringen, was Ole zwischendrin versucht hatte zu sagen. So dieses hinterher mit Leuten drüber schnacken, das ist halt irgendwie schon geil. Wenn man beim Gucken schon weiß, Mensch, die Szene habe ich nicht verstanden oder die fand ich doof oder die fand ich gut. Und sich dann schon zu überlegen, Mensch, wer ist denn alles dabei bei der nächsten Aufnahme und wie sind denn da die Meinungen so und so. Das gibt dem Ganzen auch nochmal eine ganz neue Dimension. Ja, wenn ich versuchen wollte, eine Firma zu sagen über Mesh, dann sagen die, worüber redet der alte Mann? Weißt du? Ja, ja. Und mir kommen die ganze Zeit mit Leute mit Käfig voller Helden. Oh ja, nee. Oh, ist das schlimm, ne? Ja, ja, genau. Ich guck Mesh, ach da, dieses Dingszeugs. Nein, das ist Käfig voller Helden. Aber das ist unglaublich, dass das bei den Leuten hängen geblieben ist. Ein Käfig voller Helden, ne? Das ja. Bei mir eigentlich nicht. Ich fand das ziemlich scheiße. Obwohl, das ist auch eine Serie, die ist jetzt nicht unbedingt gut, aber... ja, aber es hat auch nichts miteinander zu tun. Die treffen alle Beats und das Ding bleibt im Kopf anders als die wievielte Folge jetzt zum Staffelende von Staffel 1? Ja, aber tatsächlich glaube ich, ist das bei Käfig voller Helden auch so ein Ding, weil das halt im Gegensatz zu Mesh tatsächlich jahrelang immer 19 Uhr auf Kabel 1 immer wieder und immer wieder und immer wieder gezeigt wurde. Und immer wieder hinter Mesh. Nee, ja. Eben nicht. Also ich kann mich nicht ein einziges Mal erinnern. Also ich hab das auch irgendwann auf Kabel 1 oder irgendwas lief das immer hintereinander. Ja, aber ich verorte das auch, dass das immer so ein Doppelpack war. Sogar jetzt auf Sat 1. Und ich lese gerade, dass es auf Sat 1 unter dem Titel Stacheldraht und Fersengeld lief. Ja, mit sogar jetzt und noch viel schlechter. Jetzt sogar auf Pro7 Max läuft es immer hintereinander, die beiden. Also ich weiß nur, dass es eine Zeit lang so nachts um 2 auf 9 Live oder wie das andere hieß, hier mit Headbutton-Gescheiß und so. Ja, okay, das ist aber, glaube ich, nicht so die Zeit, wo die meisten Leute Fernsehen gucken. Da sprechen wir dann aber in unserem Käfig von der Helden-Podcast drüber. Genau. Wer dachte, wo wir die 11 Staffeln hier durchhaben? Können wir 6 Staffeln Käfig von der Helden hinten? Nein, danke. Nein, ja. Die sind dann so wie das Staffelfinale von Staffel 1, Mesh. Die hast du vergessen. Oh, Gott sei Dank. Ja, was waren denn eure Lieblingsfolgen, die ihr so in Erinnerung habt? Ich fand die Dear Dead-Folgen gut. Ja, die beiden Ausnahmen. Die fand ich wirklich. Die haben mich echt irgendwie berührt, die Dear Dead-Folgen. Ich fand auch den Yankee Doodle Doctor gut. Ja. Stimmt, ja. Der war auch super. Zeig mir, wo die Folge dich berührt hat. Oh ja, das zeige ich dir nachher. Ich schicke dir ein Foto dabei. Ja, die Dear Dad-Folge, also die erste, Lieber Papa, es geht mir gut, ist auch tatsächlich die Folge, die in dieser Staffel am höchsten bewertet wurde. Also wir haben ja ein eigenwilliges Bewertungssystem. Und damit man es vergleichen kann, habe ich das immer umgerechnet auf 0,8, 0,6, bla bla bla. Und diese Folge hat abgeschnitten mit 0,81. Das ist also bis jetzt die am höchsten bewertete.
Und das ist tatsächlich auch bei mir die Folge, die mir am allermeisten im Gedächtnis gehängen ist oder geblieben ist. Und die zweite Folge, die ich sehr gut fand, ich weiß aber gar nicht, ob ich sie auch tatsächlich so gut bewertet habe, war die mit dem Blindgänger, die Folge 20. Oh nee, tatsächlich? Weil ich fand die rein von, wie man ihn wirklich den Schweiß auf der Stirn hat gesehen, die fand ich gut, ich mochte die Folge. Ja, du hast dir eine 0,7 gegeben. Für die Besprechung war ich nicht dabei, aber die fand ich auch gut. Ja, die ist, glaube ich, bei mir ganz knapp aus den Top 3 raus, die 21 war. Also wie gesagt, die beiden Dear Dead-Folgen und dann die 21. Ist jetzt so in meiner Erinnerung, ob das auch mit meiner direkten Bewertung übereinstimmt, weiß ich nicht. Also ich fand die Auflösung super von dem Blindgänger. Das war einfach grandios. Ja. Nee. Doch. Oh. Ja, von den Bewertungen danke, her danke. Haben wir das heimliche Staffelfinale unter der Hand gesagt, also Ceasefire auf Platz 2 mit 0,78 Punkten. Mhm. Das war auch meine Lieblingsfolge, habe ich da ja schon gesagt. Ja, die war gut. Und auf Platz 3 hätten wir das total verrückte Feldlazarett. Die vierte Folge, Chief Surgeon Who. Achso, nee, da war ich ja nicht. Die habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich auch nicht. Das war, glaube ich, wo Hawkeye dann zum Chefchirurgen wird, aber ich erinnere mich auch an ja, das stimmt. Weil ich habe, glaube ich, bei der Folge gesagt, die hätte man auch als erste Folge nehmen können. Genau, hast du gesagt, ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erwähnt habe. Ja, hast du. Mein Rechner hat ja mittlerweile die erste DVD wieder von sich gegeben, der alte. Allerdings dermaßen verschrammelt, dass man die nicht mehr abspielen kann. Also, okay. Nicht mehr DVD gucken können. Das ist hart. Gleich auspeitschen. Die Chief Surgeon Who-Folge ist die, wo der General durch das Camp stolpert und irgendwie auf eine nach der anderen völlig wirre Situation trifft. Ah, ja, ja. Gut, dann weiß ich, warum die gut bewertet wurde. Wo Hawkeye dann den Anschiss kriegt, dass er sich nicht um den Patienten kümmert, während er da pokert und dem dann hinter ihn dann auch im Prinzip in dem Moment schon sagt, aus den und den Gründen, er ist halt einfach nicht rafft und ja, die ist auch gut. Was ich tatsächlich auch noch ganz nett fand, war die Bach-Folge. Ja, doch, auf jeden Fall. Die ging mir auf den Sack, die fand ich doof. Ich habe eine Schwäche für die Fuge. Und auf Platz 4, den mache ich noch mit 0,73 Punkten, liegen nämlich gleich drei Folgen. Die zweite Dear Dead-Folge, Hörst du die Kugeln? Also die erste wirklich ernstere Folge. Und auch die Pilotfolge hat relativ gut bei uns abgeschnitten. Und wir haben natürlich auch schon den Film besprochen. Ja, ich wollte gerade sagen, es liegt, glaube ich, daran, dass die Pilotfolge relativ gut abgeschnitten hat, dass wir vorhin den Film geguckt haben und uns alle gefreut haben, dass wir den Film nicht nochmal gucken müssen. Genau. Der Film hat bei uns einen Durchschnitt von 0,55 Punkten bekommen und der Durchschnitt der ersten Staffel komplett ist 0,55 Punkte. Also, wow, okay. Da hatten wir mal auch ein paar Nieten dabei. Welche Nieten sind euch denn im Gedächtnis geblieben? Muss. Ja. Das Finale, wenn es das gegeben hat, glaube ich. Das nicht gesehene Finale, genau. Ja. Also die Moose ist auch mir im Gedächtnis geblieben. Ja. Das ist auch die schlechteste Folge, die wir haben mit 0,21 Punkten. Ja. Habe ich da überhaupt Punkte für vergeben? Ich glaube, da hast du ja auch 0 gezogen, ja. Ja, doch, wir haben alle Punkte gegeben, aber es waren nicht sehr viele. Ich glaube, Cowboy ist auch noch ziemlich weit unten, oder? Also auf Platz 2 der schlechtesten Folgen haben wir Ein Aufstand für Edwina. Ja, Edwina wäre auch einer von denen, wo ich gesagt hatte, die war furchtbar. Ja, aus demselben Grund, warum wir Moose schrecklich fanden. Ja. Die Gelbsucht fand ich auch schlimm. Dann kommt bereits das schon so oft vergessene Staffelfinale. Was? Okay. Kann nicht sein. Aber immerhin schon 0,34. Ja, gegen Ende wurden die Bewertungen besser, ist mir aufgefallen. Da gab es auch eine große Streuung vor allen Dingen. Ja, die haben zum Schluss schon wieder vergessen, was eigentlich war. Ja, oder wir haben vergessen, was auch was war. Die haben sich dann an eine bessere Folge erinnert, mich davor. Ich glaube, ich werde verrückt. Nein, du bist nicht Avery Brooks. Du bist nicht Avery Brooks. Wie geht's euch denn so insgesamt? Also bei mir war es so, ich merke immer wieder mit den, ich sag mal, den in sich konsistenten Folgen, die mag ich lieber als die episodenhaften.
Die einzige Ausnahme ist wirklich die erste Dear Dad-Folge. Die fand ich grandios. Aber ansonsten mag ich eher tatsächlich die Folgen, die einen festen Handlungsstrang haben. Und das Zweite, was ich bei mir merke, was mir in der ersten Staffel wirklich auf den Keks ging und was jetzt leider auch erstmal noch eine Zeit lang schlimm bleiben wird, ist halt wirklich eben dieser klassische Schwanzvergleich zwischen Hawkeye und Frank. Wie ging's euch denn da? Also das finde ich generell nicht so schlimm. Ich finde einfach, dass Frank so eindimensional ist. Die Streiche und so, das ist okay, aber dass Frank einfach überhaupt keinen Charakter, nichts hat. Also keinen guten, keinen, der irgendwie von Interesse ist. Das ist, was mich so ein bisschen störte. Da, bei seinem Nachfolger war das deutlich besser. Ja, der ist richtig ja, gut. Ja, das war Fall. Deutlich besser als bei Frank. Es blitzt ab und zu mal so ein guter Moment raus bei Frank, aber sie wissen irgendwie nicht so richtig, was sie mit ihm anfangen sollen und machen aus ihm so eine richtig stereotype Figur. Und ja, so ein Witzig. Ne? Ja. Ich glaube, der Schauspieler hat dann auch irgendwann deswegen auch das Handtuch geworfen. Ja, richtig. Mhm. Er wurde immer mit seiner Rolle verglichen. Ja. Ja, das ist ja immer wieder das Episodenfernsehproblem. Es muss ja jede Woche muss ein Idiot einschalten können, der noch nichts vorher gesehen hat und sofort wissen, was Sache ist. Das heißt, da ist ja kein Raum für sowas. Ich glaube, Mesh hat dann ja auch später so ein bisschen mehr so eine Art Kontinuität gewonnen, wo man sich eigentlich drauf verlassen konnte. Du kannst dich nicht drauf verlassen, dass der blöde Zuschauer jetzt die letzte Folge gesehen hat, aber du weißt, er hat schon 3-4 Folgen gesehen. Und da kann man dann schon mal ein bisschen abweichen, um zu sagen, hier, guck mal, wir weichen ab. Das ging ja jetzt mindestens in der ersten Staffel noch überhaupt nicht. Ja, das ergibt sich halt, wenn je mehr Folgen du hast, umso mehr ergibt sich sowas halt, ne? Ja. Aber ich habe auch jetzt gemerkt, beim bewussten Gucken, wenn man sich das mal wirklich mal nicht nur einfach nur aus sich beriesen lässt, sondern mal ein bisschen dahinter guckt, wie wenig ich den Hawkeye der ersten Staffel ausstehen kann. Ja. Ich muss dazu sagen, ich kann ihn auch in den weiteren Staffeln nicht leiden. Was? Ja, aber da wird er erträglicher. Also ich finde, das Typen ist sehr, sehr witzig. Ist zwar ein Arschloch irgendwo auch, aber ein lustiges Arschloch halt. Ja, das stimmt also schon. Im Film war er erheblich schlimmer. Ja. War das nochmal 9 von 10 Kindern finden Mobbing nicht schlimm? Ja, das ist richtig. Man hat halt man denkt halt immer an den Hawkeye von den letzten Staffeln eigentlich, wenn man an die Figur denkt. Und wenn man dann so mit ihm in den ersten konfrontiert ist, ist das schon ein bisschen ein Kulturschock. Ja, ein bisschen herzlicher wird er noch. Ja. Er wird später dieser moralische, ob das viel besser ist, das werden wir irgendwann mal diskutieren, aber. Der Witz ist ja, dass die späteren Folgen, wo er besser wird, auch von ihm quasi oft selber geschrieben worden sind. Mhm. Sein Einfluss wurde größer, ja. Vielleicht liegt es ja da auch. Entschuldigung. Nee. Okay. Ich wechsle das Thema. Okay. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich jetzt Hawkeye aus dem lange hehren Gucken von vielen vereinzelten Folgen kenne, dass ich halt zum Beispiel auch diese Badass-Hawkeye-Folgen mag. Zum Beispiel, wie er dann im Weihnachtsmann-Kostüm aus dem Hubschrauber abspringt, um einen zu retten. Weil das halt so jetzt in der ersten Staffel so die paar Sachen sind, die den Charakter halt so ein bisschen retten. Vielleicht mag ich die deswegen so sehr. Mhm. Ja. Naja, was ich halt noch interessant finde, ist tatsächlich, wir haben ja am Anfang, als wir den Film besprochen haben oder auch die Pilotfolge, haben wir ja so ein bisschen schon mal unter uns ausgemacht, wer so unsere Lieblingscharaktere sind. Und mich würde tatsächlich interessieren, ob sich da für euch jetzt, nachdem ihr die erste Staffel angeguckt habt, ein neuer geheimer Liebling entwickelt hat oder ob es bei denen bleibt, die ihr schon immer gut fandet. Nö, also bei mir muss ich sagen, ich hatte ja gesagt, so mein absoluter Lieblingscharakter ist der Vater und das ist definitiv immer noch so. Und dann kommen relativ kurz dahinter Klinger und Radar und auch bei denen ist das so. Ich meine, speziell Klinger kriegt ja mehr Anteile in den späteren Folgen. Und das hat sich bei mir nicht verändert. Also bei mir ist es tatsächlich so, weil du gerade sagst, der Vater, der war mir am Anfang gar nicht mehr im Gedächtnis geblieben. Und jetzt, wo ich eben diese erste Staffel komplett gesehen habe, muss ich sagen, ich mag diesen Charakter sehr, 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 sehr gerne. Und ich verstehe nicht, warum ich ihn so im Gedächtnis völlig hinten angestellt hatte am Anfang. Ja, wenn du es nicht wenn du es nicht bewusst guckst, fällt er wahrscheinlich auch gegen die anderen Irren so ein bisschen in den Hintergrund zurück. Das ja, vor allem diese erste Staffel, wo er nicht wirklich viel zu tun hat. Ja, das ist es, ja. Und der Vater ist ja auch generell so eher so der ruhende Charakter da drin. Mhm. Der ist nicht so extrovertiert, der. Ja, aber die magischen Hände machen ihn schon ein bisschen. Ja, aber das wird auch nicht so großartig noch weiter ausgebaut. Gott sei Dank, ehrlich. Ja. Der vorher geht so durch die Aufwachzelt, so,
Bing, du bist geheilt. Bing, du bist geheilt. Bing. Oh Gott. Also ich hoffe, auch das, noch reich. Ich habe es halt auch nicht in Erinnerung, ob das sich über die Serie ausbreitet oder nein. Ob das. Nee, nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, ja, mir ist das auch in der Folge, wo das vorkam, gar nicht aufgefallen und ich werde mich auch dazu entschließen, das weiterhin zu ignorieren. Ja, nee, wenn das nur ein einmaliger Ausrutscher war, dann darf das ignoriert werden. Was Jesushaftes. Ja, meine beiden wichtigsten sind, also jetzt, ich habe es ja auch in Gänze gesehen, deswegen der Mensch aus Toledo und der Mensch aus Otumba, würde ich mal sagen. Das hat sich nicht groß geändert. Ich glaube, da liegen wir alle so ziemlich auf einer Linie, so im Großen und Ganzen. Also ich mag Hawkeye schon ziemlich gerne, aber Klinger ist weiterhin irgendwie der, den ich am liebsten sehe. Komisch, keiner erwähnt Henry. Nein, das Herr Henry ist... Es tat zu sehr weh, würde ich sagen. Ja. Es wird zu sehr wehtun werden. Ja, das wird uns noch richtig wehtun. Ey, nicht spoilern. Also, ja, wenn er nach Hause geht, kommt halt. Also ich, Junge, ich mag Henry, wenn er gute Momente hat. Ja. Die hat er immer mal wieder, aber leider doch recht wenig. Ja, aber das ist es. Ich mag sein Slapstick-Art, aber das ist auch alles. Ja, das ist es. Er ist halt als Commander halt wirklich eine Niete, eine totale. Ja, und das ist halt der Punkt. Ich bin halt großer Fan von Potter immer gewesen. Auch da war der Nachfolger besser. Und ich liebe Potter, weil Potter ist halt, er spielt den ganzen Wahnsinn mit, aber er hat als einziger von den allen, er spielt gut mit im ganzen Wahnsinn. Ja, er ist wirklich ein Autoritär. Henry ist ja so eine Art Stützcharakter. Also genau. Er hat ja selber nicht viel Initiative, weil vor allen Dingen er muss ja auch, damit er gegen den ganzen Irrsinn, den die anderen anrichten, halt irgendwo so ein bisschen auch die Bremse ist, muss er ja sein. Und das ist natürlich schwer, dann da so ein Ding. Der ist einfach nur durch Zufall Commander geworden. Ja, natürlich, da wird ja auch kein Hehl draus gemacht. Er ist ja eigentlich ein ganz guter Arzt und das gab dann auch mal eine Folge, wo er sagte, ja, das mit dem Arztsein und so weiter habe ich alles studiert, aber Commander bin ich so auf einmal reingetreten worden und das musste ich sein. Das ist halt das Gute, was du bei Potter hattest, dadurch, dass er ja wirklich trotz alledem, auch wenn er viel mitgemacht hat, immer noch ein Vorgesetzter war, so ein Gegenpool. Ich überlege jetzt gerade, Potter, es ist wie gesagt lange her bei mir, Potter war aber auch dann sein Leben lang, der hat der bei der Army Militär. Medizin. Der hat überall in jedem Krieg geritten. Also der war überall dabei. Das war kompletter Militärtyp. Aber der war halt so ein Gegengewicht halt, ne, den du auch ernst genommen hast. Ja, der kann auch sein, weil er in erster Linie halt Kommandeur ist. Ja, aber er war auch sehr menschlich. Ich muss sagen, Potter war auch teilweise nicht nur Kommandeur, er war auch irgendwie der Papa der ganzen Truppe. Die Frage ist, wenn du einen Chef möchtest du eher einen Potter oder möchtest du einen Henry Blake haben? Potter, absolut. Wobei ich die Vergleiche eigentlich immer ein bisschen schwer sehe, weil die Serie, wenn wir bei Potter angelangt sind, ist nicht mehr dieselbe Serie wie in der ersten Staffel. Ja, natürlich. Es geht jetzt um die Art der Charaktere und da kann natürlich dann Potter ganz anders mitspielen als ein Henry Blake. Der ist ja auch, also der den Charakter, finde ich, richtig gut rüberbringt. Und der zwar ein ganz guter Arzt ist, aber mit dem Kommando halt leicht überfordert und halt nur guckt, dass da alles einigermaßen läuft, ohne dass er selbst irgendein militärisches Terrain macht. Ist die Frage eigentlich, ich weiß nicht, ich habe darüber mal gesprochen, ob das realistisch war, dass so jemand das leitet? Ich meine, bei den anderen Ärzten ist ja klar, die haben den militärischen Rang, weil sie Ärzte sind, aber dass du den Commander auch quasi, du bist Arzt, du hast jetzt den Rang. Ich glaube, bei Henry wird doch einmal auch in der Folge erwähnt, wo er halt den Offizierslehrgang da zitiert, dass er vor im Krankenhaus auch eine höhere Stellung hatte. Ja. Der war halt auch nicht nur einfacher Arzt. Ja. Also der kann ja auch organisieren und so weiter. Er ist halt nur komplett unmilitärisch. Aber jetzt noch mal kurz dazu Potter. Potter hat auch noch einen anderen entscheidenden Vorteil. Er war deutlich älter als alle anderen im Camp. Für die anderen war er so ein gleichaltriger Kollege, der Henry. Ja, das ist auch ein Punkt, ja. Ja, Potter war vor allem auch wirklich einfach ein Charakter und eine Führungsfigur und also eine ganz andere Nummer. Und ansonsten, ich habe schon das hin und wieder das ein oder andere Mal auch mit höheren Militärs zu tun gehabt und da sind einige Blakes dabei. Also ich würde das schon realistisch halten. Okay. Ja. Also Klapskallis in Uniform gibt's reichlich. Also was ich jetzt noch ganz schön fand bei uns in der Besprechung insgesamt, ist halt tatsächlich, dass wir es wirklich von Anfang an hingekriegt haben. Erstens, dass wir mindestens immer 3 Mann in der Folge hatten. Und zweitens, Sogar. Waren es immer mindestens 4? Es waren immer mindestens 4 und zu Hochzeiten hatten wir sogar 9. Genau, das waren ja jetzt die letzten.
Genau. Aber nein, auch tatsächlich, dass wir innerhalb von kürzester Zeit, und ich meine, die Serie ist nun wirklich ja nun nicht die jüngste, aber dass sich trotzdem immer wieder so 2-3 Leute auf Twitter gemeldet haben, von wegen, ja, hey, coole Serie, und habe ich auch immer ganz viel geguckt und kann ich nicht mitmachen. Mhm. Das fand ich echt geil, dass das immer noch funktioniert. Ja, bei mir hat es so dahingehend sogar funktioniert, dass ich ja noch gar nicht mehr wusste, dass es ein Podcast war. Ich hatte nur von dir das eine Bild mit dem Hubschrauber gesehen, wo drunter geschrieben hat, ihr entschuldigt mich. Ne? Und ich habe direkt drunter geantwortet, hier, Suicide is painless, it brings on many changes. Ne? Ja, unvöllige, unbekannte Tatsache, dass es da um Podcast geht. Ne? Hat mich sofort angesprochen, das Bild. Und plötzlich warst du dabei. Genau so. Ja. Ja. Finde ich schon klasse, gefällt mir. Ich habe auch noch mal so eine ganz tiefschürfende Frage. Wenn es eine Sache gäbe, die ihr an der Serie ändern könntet, so zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, was wäre denn das? Ja, vielleicht mehr Charakter und weniger Schwanzvergleich, sondern eben, wenn dann, also ich habe nichts gegen die Streiche, aber eben tatsächlich mehr auf so einer kollegialen Ebene. Das wäre besser für mich. Oder breiter gestreut, dass es nicht immer nur den einen trifft. Genau. Ja. Und auch die Nebenfiguren, also man merkt ja schon, dass es sich ziemlich auf Hawkeye konzentriert, den anderen Figuren auch mal ein bisschen mehr zu tun geben. Richtig, ein bisschen Raum für die anderen Figuren, ja. Ich hätte gerne mehr weibliche Charaktere, die irgendwie konsequent auftauchen. Ich meine, wir haben Margaret, die ja nun irgendwie eigentlich in jeder Folge fast eine Rolle spielt, aber ich meine, gut. War schon, ne? Die auch als einzigen Namen hat. Ja, also Margie Cutler hat einen Namen. Ja, die haben schon irgendwie Namen, aber wo man sagt, das ist die Figur und dann hat man ein Bild vor Augen, meiner Meinung nach. Du hast schon recht, aber jetzt wollte ich sagen, die blonde Schwester mit der Hawkeye-Roman. Ja, aber muss man auch sagen, auch viele männliche Nebencharaktere, die fallen dir danach auch nicht mehr ein. Ja, ist richtig, aber wie viele männliche Charaktere haben wir in der Serie, die regelmäßig auftauchen, wie viele weibliche, die irgendwie Namen haben? Dazu muss man auch sagen, zu der Zeit, wer war mehr in der Army? Männer oder Frauen? Frauen meistens nur in pflegerischer Position. Ist ja alles richtig. Wir haben doch, muss ich sagen, wir haben da einen ganzen Haufen Schwestern, die da rumrennen, da könnte auch die ein oder andere, also Margie Cutler hätte auch irgendwie die Rolle von Trapper übernehmen können. Wäre ein weiblicher Arzt noch gut gewesen? Ja. Gab's die überhaupt? Ich frage mich, ich weiß es nicht. Passt das denn in die Zeit überhaupt? Weiß das einer? Es gab zu der Zeit noch nicht mal schwarze Ärzte. Es gab keine schwarzen Ärzte, Deswegen haben sie ja Spearchucker rausgeschrieben. Genau. Ja, aber das war doch falsch, oder? Es gab doch in Wirklichkeit schwarze Ärzte. Nein, deswegen haben sie die rausgenommen. Jein, es gab wohl doch irgendwann im Koreakrieg auch schwarze Ärzte, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hat sich da geschichtlich hat nicht zusammengepasst, deswegen haben sie ihn auch wirklich draußen gelassen. Und im Zweifelsfall hat sich halt einfach genug von der Zuschauerschaft darüber beschwert. Ja, aber da hat doch keiner gesagt, Mensch, ich weiß, vor 30 Jahren war noch kein schwarzer Arzt. Also jetzt mal ehrlich, wer meldet sich denn wegen sowas? Naja, also was ich auf jeden Fall nochmal irgendwie lobend erwähnen möchte, ist, dass die Mädels, die irgendwie verschiedentlich grob angegraben werden, denn doch meistens irgendwie zumindest parieren und zurückgeben, was sie irgendwie an Grobheiten erfahren. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht üblich gewesen zu der Zeit. Auch, zu der Zeit ist es, glaube ich, schon echt relativ starke Frauen alles. Margot sowieso, auch die anderen eigentlich, ne? Nicht viel, aber die sind allesamt, sind sie kernig. Ja. Also es ist schon ein Unterschied zwischen dieser ersten Staffel und dem Film. Ja. Wir sehen es diese erste Staffel gerade mit der Moose-Folge oder mit Edwina, denken wir, oh Gott, aber man sieht schon eine Besserung und ich glaube, das ändert sich auch mit der Zeit noch. Dinge, die sich mit der Zeit geändert haben. Wir haben ja gerade schon angesprochen, Spearchucker ist aus der Serie rausgeschrieben. Das haben wir ja noch bei vielen anderen Charakteren, auch innerhalb der ersten Staffel. Der Zahnarzt ist inzwischen weg. Ugly Joe wird nicht mehr in seiner Rolle auftauchen. Ugly John, genau. Wird nicht mehr in seiner Rolle auftauchen. Der taucht aber später nochmal auf. Aber in einer anderen Rolle. Ah, okay. Ja, und der Zahnarzt ist ja, glaube ich, jetzt auch wirklich nur für diese ein, zwei Folgen da aufgetaucht. Das war's. Das gibt's aber in vielen Serien. Nochmal kurz zurückgerätschen. Die erste Doktorin oder Ärztin in der US-Armee gab es 1943. Margaret Craighill. Also wäre es möglich gewesen. Ja. Gut. Habt ihr denn ansonsten noch irgendwas grundsätzlich zu dieser ersten Staffel zu sagen?
War schön. Ist noch ausbaufähig. Ich freue mich auf mehr. Oh. Ja. Also, es wird noch besser, aber sie ist schon Grund, weiter zu gucken. Also, definitiv. Wie es geht, aber das Staffelfinale gab es nicht. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber ansonsten. Ja. Das kann ich alles haben. Wer glaubt ihr denn, hat diese Staffel am positivsten bewertet und wer am negativsten? Keine Ahnung. Also, ich habe negativer bewertet, als ich dachte. Ich glaube, ich habe am positivsten bewertet. Nein. Der Zappo und der Gregor haben mit 0,63 im Schnitt die höchsten Bewertungen. Bei mir fehlten aber 10 Folgen. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ja, ich war auch wahrscheinlich nur, ich war ja auch etliche Folgen nicht dabei. Also. Ja. Aber es kann schon sein, ja. Ich bin dann doch eher wohlwollend. Ich habe nur die Bewertungen berechnet, die gegeben wurden. Sind wir denn weit weg von den anderen? Dela ist denn der negativste? Gar nicht so weit. Dela hat 0,6 im Schnitt. Okay. Das negativste ist 0,4 und das ist unser neuester Zugang. Ja, das ist als neuester Zugang aber auch einfach. Also. Ja, dann auch gerade bei gerade nur 2 Folgen zu bewerten, da ist es dann. Ja, ich auf eine größere Stichprobe. Das ergibt sich im Laufe der Zeit. Da gab es noch ein Staffelfinale dann? Weiß ich nicht, müssen wir noch aufnehmen, glaube ich. Jedenfalls werdet ihr im Laufe der Zeit sicherlich noch die Gelegenheit haben, entsprechende Bewertungen auch weiterhin abzugeben. Und wie gesagt, wenn ihr eine Meinung zu dieser Serie oder zu diesem Podcast habt, dann lasst uns daran teilhaben. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für diese große Staffelgala erstmal durch und wir hören uns dann zur zweiten Staffel, oder? Trö! Zur zweiten Staffel. Trö! Genau. Trö! Auf die nächsten 10 Jahre. Liebe Freunde, es war mir eine Ehre, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, ich bedanke mich auch ganz sehr bei meinen Mitpodcastern. Und ich bedanke mich bei Zappo. Danke sehr. Bedanke mich bei Michael. Ich danke für die Einigung. Es hat mir Riesenspaß gemacht mit euch. Ich bedanke mich beim Raphael. Ich bedanke mich ebenso. Es war immer schön hier. Ich bedanke mich außerdem beim Ola. Ja, hat Spaß gemacht. Außerdem selbstverständlich auch den Gregor. Danke sehr, ich und ebenso. Bei der Alex. Danke. Beim Sven. Ich habe zu danken. Und beim Flo. Und wir bedanken uns natürlich auch bei Arnim und bei Max Snyder, die heute nicht hier sind. Und natürlich auch bei dir ausnahmsweise mal. Liebe Dena. Danke, Dena. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr bleibt uns treu und folgt uns dann demnächst in die zweite Staffel. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Adiot.